Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Part von Let's Play Pokémon Go. Und diese Folge starten wir mit einem Pokéstop. Und ich dachte schon, die Server würden einpreschen. Aber ich habe diesmal gedacht, diese Folge wird ein bisschen anders. Ich möchte endlich mal die Superbälle haben. Die bekommt man erst ab Level 12. Und diesbezüglich möchte ich es einfach so handhaben. Ich werde quasi jetzt einen Cut machen. Und zu Hause, sofern die Server laufen, werde ich dann ein Glücksei einwerfen. Und dann viele, viele nette, kleine, süße Pokémon, die ich vorab gefangen habe, dann quasi nach diesem Radfahrts entwickeln. So, das fange ich jetzt noch schnell. So, ich hoffe, das klappt. Okay, das hat funktioniert. Sehr gut. Und ich hoffe, ihr bleibt dann dran. Also, bis gleich. Ja, es ist wirklich lobenswert von euch, dass ihr dran geblieben seid. Nun, wie ihr seht, fangen wir uns jetzt nicht dieses Hornlio, sondern, ich zeig's euch einfach mal. Eigentlich habe ich ursprünglich das Video aufgenommen, aber irgendwie hat mein Programm dann doch ein bisschen gestreikt, warum auch immer. Eine Videodatei ist zwar irgendwie anscheinend doch aufgetaucht bzw. existiert, aber irgendwie ist da was schiefgelaufen mit dem Video, also die Datei zu beenden, also die Aufnahme zu beenden, und ja, ihr habt alles verpasst. Ich sag's, wie es ist. Aber ehrlich gesagt, so spektakulär war das auch nicht. Denn ich habe die ganzen Pokémon quasi aufgelevelt und aufgelevelt. Entwickelt natürlich. Und das in Verbindung mit einem Glücksei. Und ich kann euch jetzt ja mal im Schnelldurchgang ein bisschen sagen, was passiert ist. Also, gestartet habe ich mit Level 11. Und da war es ungefähr ein Viertel davon, glaube ich. Naja, ihr habt es ja gesehen in dem kleinen Part, was ich vorab aufgenommen habe, vor dieser ganzen Entwicklungssession. Und ich bin jetzt knapp bei der Hälfte von Level 13 angelangt. Das heißt, ich bin knapp 2,5 Level quasi weitergekommen, dank Glücksei, und das innerhalb von 20 Minuten. Also es ging relativ fix, hat mich selber total geflasht, und so viel dazu. Ich werde es euch einfach mal erklären, was passiert ist, in der Hoffnung, ihr steinigt mich nicht. Und ja, es ist einfach doof gelaufen, die Technik halt, ne? Hätte ich mir jetzt natürlich schöner vorgestellt, und das Doofe ist, ich kann es auch einfach nicht neu aufnehmen. Ich kann höchstens irgendwann mal eines schönen Tages sagen, ja, irgendwann werfe ich mir wieder ein Glücksei ein, aber dafür muss ich erstmal wieder Hornlio farmen und Taubsi, weil die kriegt man ja zur Genüge, und da kann man relativ viel Hornlio und Taubsi-Bonbons kriegen. Und das Schöne, wenn man das Glücksei eingeschmissen hat, bekommt man pro Entwicklung ja 1000 Erfahrungspunkte. Hat man es noch nicht im Pokédex registriert, bekommt man 2000 Punkte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nicht jedes Taubsi oder Hornlio zum Professor zu schicken, sondern auch einige Exemplare selber zu behalten, damit man es dann aufleveln kann. In Verbindung mit dem Ei natürlich. Und ja, hier seht ihr dieses wunderschöne Shiggy. Und das war ein neuer Pokédex-Eintrag. Da habe ich 2000 gekriegt. Ich zähle jetzt einfach mal durch, wie viele Erfahrungspunkte ich innerhalb von diesen 20 Minuten ungefähr gekriegt habe. Und ja, Safcon war auch wieder ein neuer Pokédex-Eintrag. Das bedeutet 4000. Das waren dann 1000. Dieses Kukuna. Halt. 5000. Was erzähle ich denn? Also
Die Schildkröte 2000, 4000, 5000. Nein, da wollte ich nicht hin. 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Dann haben wir hier die Taubsis bzw. Tauboga. Habe ich jetzt echt Taubsis gesagt? Autsch. Ist ja genauso schlimm wie Pokémons. Oh Gott. Also 10.000 bei den Kokunas. 11.000, 12.000, wuch, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000. Dann habe ich noch ein paar Radfratz entwickelt. Und ich hätte mit 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, na klar. Wing habe ich ja nicht entwickelt, ich Depp. Also 17.000, 18.000, 19.000 und 20.000. Dann habe ich hier noch was entwickelt. 21.000. Dieses Hypno, genau. Also 21.000 Erfahrungspunkte innerhalb von sage und schreibe wunderschönen 20 Minuten. Also ich muss echt sagen, es lohnt sich mordsmäßig. Und ja, hier haben wir auch ein kleines schönes Hornlio. Ich versuche jetzt, das auch noch zu fangen, damit wir wenigstens einen kleinen Fang hier, zu, also hier haben. Hornlio, huhu. Ups, das war mein Fuß. So, dieses Hornlio. Okay, und wird das was? Wird es was? Wird es was? Wird es was? Es wird was. Okay. Wir haben Hornlio wenigstens als kleines Trostpflaster gefangen. Und ja, wie gesagt, ich bin echt total geflasht, dass das so gut funktioniert hat. Ich habe zwar einige Videos davon schon gesehen, aber es war schon relativ überraschend und cool, das selber mal am eigenen Leib zu erfahren, sozusagen. Kann ich zumindest jedem empfehlen. Und ja, ist zwar jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass das mit der Aufnahme nicht so ganz geklappt hat, aber ist, glaube ich, auch nicht so weiter schlimm, weil eigentlich habt ihr nicht so viel verpasst, außer halt die ganzen Entwicklungsbildschirme, was da aufkreuzt, und ich denke, das haben eigentlich alle schon ein oder mehrmals gesehen. Von daher ist zwar blöd, aber kein Weltuntergang. Und ja, wie gesagt, wenn ihr quasi das selber auch mal unternehmen möchtet, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, also die ganzen Hornlio, Taubsi und weiß ich nicht, quasi zu behalten, wobei Hornlio und Taubsi ja so gut sind, weil man da relativ wenig Bonbons für die Entwicklung braucht, plus 12, und ja, das Ergebnis lässt sich sehen, also 1000 Erfahrungspunkte pro Entwicklung und 2000 Erfahrungspunkte, wenn man quasi das Pokémon noch nicht im Pokédex registriert hatte. Finde ich schon echt eine ganze Menge. Und ja, das Schöne ist, man muss ja, um das mal auszuprobieren, nicht mal selbstständig Geld investieren. Das heißt, ich glaube, ab Level 9 bekommt man das erste Glücksei. Und dann war es, glaube ich, irgendwie noch ein Level? 11? Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall glaube ich Level 9. Naja, auf jeden Fall mit Levelanstieg einigen wir uns mal darauf. Und ja, die Taubsi und die Hornlio, die sind halt doch ganz nützlich. Also es lohnt sich wirklich, wie gesagt, die aufzuheben und nicht alle an den Professor zu schicken. Nicht, dass er dann noch ertrinkt mit voll, also ertrinkt bei den Vögeln und was weiß ich nicht. Alles. Und ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich hätte mir wirklich selber gewünscht, dass das besser geklappt hätte. Und ja, es ist jetzt dann doch leider
bloß noch ein Update-Video bzw. ein Update-Part geworden sozusagen, wo ich ein bisschen darüber rede mit Glücksei und so weiter. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar schreiben, ob ihr schon mal mit dem Glücksei gelevelt habt und wie da eure Erfolge waren, was ihr damit dann alles noch angestellt habt. Und ein Däumchen nach oben würde mich natürlich sehr freuen, genauso wie ein kleines Abo. Und ich ignoriere jetzt einfach dieses Traumato. Naja, wie dem auch sei, ein Abo wäre schön, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber es würde mich halt sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ja, danke fürs Reinschalten und ciao!